Vitrine. Es ist die Tochter von Florian Silbereisen, die enttäuschte Beatrice Iglis. In letzter Zeit wird das Bild von Internetnutzern eifrig weitergegeben, da sein Inhalt sehr interessant ist. Bild eines süßen, molligen dreijährigen Mädchens. Ursprünglich war es nichts Besonderes, bis die Öffentlichkeit feststellte, dass dieses Kind sehr ähnliche Eigenschaften wie Florian Silbereisen hat, ein beliebter Sänger in sozialen Netzwerken wegen seiner guten und glücklichen Liebesgeschichte mit seiner neuen Frau, Beatrice Iglis. Wenn wir die Familie dieses Kindes nicht kennen und uns nicht sorgfältig über das Privatleben von Florian Silbereisen informieren, ist es wahrscheinlich, dass Menschen, die online nach Informationen suchen, denken, dass dieses Kind die Tochter von Florian Silbereisen ist, denn die beiden sehen eigentlich sehr ähnlich aus. Nachdem sie kürzlich die feierliche Hochzeit von Florian Silbereisen und Beatrice Iglis miterlebt haben, ist das Thema, das viele Fans in letzter Zeit am meisten interessiert, das Eheleben zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Iglis. Es gibt auch Bedenken, wann die beiden Kinder haben wollen. Bilder von diesem Baby brachten die Leute schnell zu Florian Silbereisen. In der Tat, ohne zu wissen, dass Florian Silbereisen und das Kind nicht blutsverwandt waren, wäre es schwer, diesem unglaublichen Zufall zu widerstehen. Viele Leute scherzten, dass dies die verlorene Tochter von Florian Silbereisen ist. Was hat die jetzige Frau von Florian Silbereisen vor dieser Information gesagt? Beatrice Iglis war wirklich erstaunt. Obwohl sie sich kennen, auch wenn sie sich nicht kennen, wird es Menschen mit ähnlichen Gesichtern geben. Aber wenn man es mit eigenen Augen sieht, ist es ein anderes Gefühl. Überraschung, Wunder. Beatrice Iglis hat wirklich nicht damit gerechnet, dass jemand so aussieht wie ihr Mann. Das Baby ist sehr süß, weiß, pummelig. Das erinnert Beatrice Iglis an ihr zukünftiges Kind. Wäre es so süß? Sie teilte sogar mit, dass, als sie online ein Bild des Babys sah, ein magisches Gefühl in ihrem Herzen aufstieg, so dass sie daran dachte, mit ihrem Mann darüber zu sprechen, dass sie sofort ein Baby haben und ein einfaches Baby zur Welt bringen wollte. Süß, so schlau,